Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Night of the Dead. So, wir sind ja unten in dem Bunker, hier in dem Bereich der Wüste, unter dem Radar. So, ich sehe jetzt gerade, mein Cola geht leer, da würde ich sagen, trinke ich jetzt vielleicht gleich nochmal eine. Wie schaut es bei dir aus? Hast du noch Cola? Ja, du hast noch Cola, aber ich gebe dir trotzdem mal die Hälfte noch davon. Dann hast du... So, 10, 11, passt schon. So, schauen wir mal weiter. Ich bin nämlich mal gespannt. Da vorne, die Tür geht nicht auf. Wir waren hier stehen geblieben. Deswegen gucken wir doch einfach hier mal weiter. Bist denn du? Das war irgendein Neuer, ne? Genau, verbrat ihm eine. Ach, wunderbar. Wunderbar. So, da noch was? Da wären sogar explosive Fässer gewesen. Das kann man nicht zerlegen. Nimm Cola, bitte. Du hast genug. Magst nicht. Okay. So, aber der eine, der war auf jeden Fall irgendwas... Was Neues, ne? Den kannte ich noch nicht. Achso, jetzt hast du getrunken. Okay. So, wir haben jetzt hier zwei Türen. Für irgendeine müssen wir uns entscheiden, ne? Achso, die explodieren nicht. Schön, wie du da reinhaust. Einen roten Gegenstand. Berserkerwut. Schön. Münzen. Beutelchen. Turnbeutel. Jetzt habe ich schon gewundert, was da unten ist, aber das ist. Na. Das ist eine. Das ist eine Kettensäge. Eine. So, eine Kettensäge, sag ich. Nicht. Lass dich bitte nicht treffen. Oh Gott, das, ey, da ist schon wieder so viel Zeug drin. Bitte geh nicht in die Falle. Aber irgendwas hat dich erwischt, ne? Kann man die Kiste leer machen? Oh ja, die kann man leer machen. Münzen. Da haben wir noch mal was. Sind das alles Geldkassetten? Anscheinend, ne? So, da haben wir wieder Falle. Bitte lauf da nicht durch. Oh Mann, Ella. Da kann ich aber nichts für, wenn du da reingehst. Der mutierte David Wright. Ach, da ist er. Ui! Ui! Was ist denn das? Was hast denn du für einen Hammer? Ui! Nein, 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 der zieht einen ran. Es fehlt Sturmgewehrmunition, na schön. Dann nimm halt das Maschinengewehr. Alter. Now that we've got David, let's repair the radar. Let's carefully search his body. We might stumble upon a crucial clue. It would be wise to ascertain what secrets the door was keeping. Okay. Ist in Ordnung. Lad mal nach. Suchen.
Früher morgen eilte ich auf den Ruf des Dr. Klee und Raven ins Labor, ohne mich zu waschen. Der Arzt war bereits angekommen und auch einige andere Leute tauchten auf. Ich fragte ihn, was los war. In den letzten Monaten war die Reizbarkeit des Arztes gestiegen, was anderen Unbehagen bereitete. Die stand im krassen Gegensatz zu den erfolgreichen Ergebnissen der Experimente. Okay, das war's. Noch irgendwas? Nee. Was hat denn der da für einen komischen Arm? Naja, gut. Was soll's? Wir haben ihn erledigt. Wir schauen uns mal hier noch um. Bitte steig nicht in die Fallen, Ella. Ist nur eine Bitte. Du musst natürlich nicht auf mich hören. Ja, da ist nichts. Da vorne noch irgendwas? Da haben wir noch was, oder? Nein. Da auch nicht. Upsi, da sind Tanks, die explodieren. Fallen am Boden. Ich versuche zwar aufzupassen, aber das kann durchaus passieren, dass ich... Ja, wir gehen da gleich hin. Kann durchaus passieren, dass ich trotzdem in irgendeine reinzapp. Ah ja, da haben wir noch was. Münzen, also es sind viele Geldkassetten da. Vorsicht, Falle, Ella. Da auch. Okay, dann schauen wir mal in die Mitte. Reparieren? Okay, mach mal. The radar finally started working. Oh, now take a helicopter to that island. Dr. David was a senior researcher in the New Humanity Project. Looking at the doctor's notes, it seems he knew important information about the zombie situation. You should follow the whereabouts mentioned in Dr. David's notes first. Okay, machen wir. Head to the town in front of a nearby mine. Looks like it's going to be a long journey. Ja, wir machen einmal kurz. Jawohl, gut. Dann schauen wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. Hier ist noch eine Tür. Da könnte es jetzt natürlich rausgehen. Mit einem kurzen Weg. Ja, scheint mir so. Das wäre jetzt eine Abkürzung nach außen. Ach, das war die Tür, die wir nicht aufmachen konnten beim letzten Mal. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Na, haben wir es ja schon geschafft, Ella. Das ging doch ratzfatz. Oh, habe ich euch vergessen. Aber schön, wie viel Munition man da vorher nochmal findet, ne? Wunderbar. Halt, habe ich dich? Dich habe ich. So. Wir sind draußen. Dann gucken wir mal, wo unser Penzerli steht. Das müsste da vorne irgendwo sein. Oder hier oder wo auch immer. Genau auf der anderen Seite wahrscheinlich. Ja, da ist er. Wunderschön und wunderbar. Aber da komme ich nicht hoch, ne? Ne, da komme ich nicht hoch. Ella, steig mal ein, weil wir müssen unsere Taschen entleeren. Da könnten wir eigentlich hier unten noch die Autos zerlegen. Ah, ich wollte eigentlich, dass das ein bisschen nach hinten runter geht. Warte mal. Oder so. Wir fahren da einfach daran. Zack. Dann kommen wir auf jeden Fall nach oben. Warte mal, wir machen erst einmal den hier leer. Und? Jawohl, schön Munition. Was waren da nochmal? Waren da... Ne, ich wollte nicht schließen, ich wollte hier mal gucken. Ah, okay, hier kann man auch nochmal handeln mit Munition und so weiter. Soll ich da irgendwas handeln? Ich weiß es jetzt nicht. Sturmgewehrmunition habe ich eigentlich recht wenig, ne?
Ja, da habe ich eigentlich so gut wie gar nichts. Und wir haben ja ein bisschen was an Geld einstecken. Wie viele Münzen habe ich denn? 18, 60 können wir auf jeden Fall dann kaufen. Ach, warum denn? Warum soll ich auf einen Discount warten? Kurzwaffenmunition nehme ich dir ab. Dafür kriegst du die Schrotflintenmunition. Gut. Dann schauen wir uns mal an, was wir da Leckeres bekommen haben an roten Sachen. So, hier schmeiße ich aber erst einmal die ganzen Sachen rein, die ich später zerlegen werde. Na? Ein Hammer. Hier Berserkerwut, 115 Schaden. Ich weiß nicht, ob du das nutzt, Ella. Nutzt du das? Weil ich meine, sie nutzt das Teil, ne? 63,8, 115. Aber das ist eine Zweihandwaffe, würde ich jetzt mal behaupten. Eine von ihnen wird sterben. Östliche Graslandschaft. 54, 14. Das da ist, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Nee, plus 27 Schaden, plus 90% Schaden. Plus 51, plus 94, 98 erfasster Schaden, 68. Schwierig. Ich gebe dir jetzt einfach mal die. Ich gebe dir die jetzt einfach mal. So, das Zeug raus. Die Axt tue ich auch raus, weil die brauche ich nicht im Inventar. Gib mir mal die Sachen, die du jetzt einstecken hast. Ich glaube, es wäre schneller gewesen, wenn ich einfach alles genommen hätte und ihr dann die Sachen zurückgegeben hätte, die sie nutzt. Level 50 von Ella wird es freigeschalten. Okay, Schrotgewehrmunition hast du. Da haben wir ja zu Hause auch noch einiges und wir können ja an der Polizei können wir ja auch noch Munition kaufen. So, schauen wir mal. Schmeißen wir hier mal noch ein paar Sachen rein. Oh, habe ich das nicht geleert oder wie? Achso, geht nicht mehr. Okay. Let's get some work done. Habe ich vergessen auszuleeren anscheinend, ne? Flammenwerfer-Trophäe. Die Münzen tun wir unten rein. Bücher lassen wir hier drin. Inklusive... Ja, du brauchst keine so pretty clothes. Muss nicht sein. Batterie, Goldbarren kommt unten rein. Hier tun wir dann noch das Zeug rein. Was halt kommt, ne? Infrarotsensor, die möchte ich mal noch aufheben. Also bei mir im Inventar lassen. Dann tue ich dir mal das Stück Eisen noch rein. So, dann tue mir hier die ganzen Elefanten, Nashörner und so weiter Pelze rein. Goldbarren nach unten. Raus, raus. Ah, ich habe schon gehört, ja. Forschungsmatz raus. Also ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Naja, gut. Wir sind aber auf jeden Fall von den Taschen jetzt wieder einigermaßen leer. Das passt schon. Dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. So. Nächste Anlaufstelle ist... Ist doch mal nirgends, oder wie? Ja, das ist immer noch die Kampfquest. Aber wir haben hier noch
bei der Ölraffinerie, obwohl ich doch das Buch geholt habe. Ich verstehe es immer noch nicht. Wir fahren einfach da nochmal hin, weil wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Nur die Frage, ob ich da vorne irgendwo rauskomme oder... Ach, weißt du was, wir fahren jetzt einfach da raus. Du machst der Fahrer reizend. Wir fahren jetzt einfach da raus. Und düsen in die Richtung, oder? Ne, genau hinter uns. Wir müssen genau in die andere Richtung. Da müssen wir hin. Schau noch mal drauf, ob es jetzt richtig fährst. Ja. Okay, fahren wir vor auf die Hauptstraße. So viel Umwege mache ich diesmal nimmer. So, ein Blick noch mal. Okay, ganz vorne dann nach rechts abbiegen. Löwen haben wir, glaube ich, schon einiges gesammelt. So, hier müssen wir rechts rum. Flammenwerfer, Typis. Wir wollen immer geradeaus erst einmal. Erst einmal raus hier aus dem ganzen Dingsi. Wir könnten natürlich auch noch ein paar Autos zerlegen, aber ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal durch. Habe ich noch eine Cola? Oh, warte mal. Trink mal eine Cola. Schauen wir nochmal auf die Map. Okay, wir müssen einfach dieser Hauptstraße folgen. Ist in Ordnung. Doch, da waren wir schon, da waren wir schon. Da haben wir die Jasmine getroffen. Das Einzige, wo ich anhalte, ist, wenn ich... Wenn ich einen Studenten sehen sollte, dass ich dann anhalte, weil wir brauchen auf jeden Fall noch einige von diesen Büchern. Schön, wie die schreien immer, ne? So, schauen wir nochmal drauf, aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach hier geradeaus, ne? Ja, einfach geradeaus. Als ich das beim letzten Part ausgelockt habe, war dann plötzlich ein Geier unten gesessen, den ich mir natürlich auch noch gekrallt habe. Ne? Weil Geier habe ich hier, glaube ich, noch keinen geholt. Ja, und da oben ist die Ölraffinerie und genau da müssen wir hin. Da ist das, das Versteck. Aber ich will das Buch haben. Upsi. Achso, das letzte Mal haben wir uns ja da hinten hingestellt, ne? Weil ich gedacht habe, ich hatte ja kein Alu. Wir fahren jetzt auch mal bis zu der Bushaltestelle da vorne hin, wo wir das letzte Mal gehalten haben. Zwar auf der anderen Seite der Mauer, aber ist ja egal. Hier dürften eigentlich fast keine Zomboiden mehr sein. Und jawohl, gut. Wo soll ich hinfahren? Die da lassen wir. Aber ich war mir so sicher, dass ich dieses Buch geholt habe, ne? Ja gut, dann habe ich es irgendwie entweder übersehen oder ich... Ja, ich habe gedacht, dass ich es habe.
das ist in dem Gebäude da vorne und da sind wir ja nicht reingegangen. Ich bin kein guter Schütze, das wisst ihr ja. Yes. Wunderbar. So, hast du auch was verloren? Nein, gut. Dann schauen wir mal hier rein, weil irgendwo da muss nämlich das Buch sein. So, was haben wir hier? Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Da war im Außenbereich irgendwas, aber das war bloß das Fass, ne? So mag ich das. Wahrscheinlich oben, oder? Oder hier? Nö. Aber Forschungsmaterial haben wir da. My body feels stiff. Da liegt's. Da liegt es. Check und die Bohnenstange. Yes. Okay. Schauen wir mal, wo waren das? Das war. War das der Porter? Nein. Ach, das war Gartenarbeit, war das. Der Botaniker. Hier, check und die Bohnenstange. Das müssen wir dann beim Auto lernen. Außer ich finde jetzt halt hier nochmal genügend Material. Schau nochmal nach. Ne, nicht hier, forschen. Fertigkeit, Botaniker. Jetzt können wir, jawohl. Forschung, wunderbar. Dann haben wir jetzt den Botaniker und wir können. By applying organic farming methods to the farm, the production of plants will surely increase. Ja, ja. So. Dann haben wir das. Jetzt ist nur die Frage, wir haben jetzt halt hier nichts weiter, ne? Da vorne ist noch die Dingsi, die Mine. Und dann geht's eigentlich, hier. Groß angelegtes biologisches Experiment. Decken wir die Geheimnisse auf, indem wir Dr. Davids Spur folgen. Alles klar. Machen wir. Warum bin ich eigentlich hier hintergelaufen? Keiner weiß es. Warum sind die anderen Gewehre nachgeladen? Gut. Ich dachte, ich habe nichts mehr von dem. Habe ich da wieder so viel gefunden? Was macht denn jetzt eigentlich am meisten Schaden von den Waffen? Nehmen wir mal das Ding. Pistole 89,6, 76,8, 42,8. Okay, also da ist die Handfeuerwaffe auf jeden Fall um einiges besser. Die Pistole. So. Wunderbar. Das Licht können wir ausmachen. Wir müssen dann auf uns aufmerksam machen, ne, mit unserer Festbeleuchtung. Bin ich mal gespannt. Ach, ich wollte mal ganz kurz gucken. Sorry. Wegen Tanken. 395. Ich habe selber nichts einstecken. Wir haben aber hier noch. Okay, dann passt's ja. So, einsteigen bitte. Anschnallen.
So, wir müssen anscheinend hier lang. Ja, da sind wir auf dem richtigen Weg. Wir folgen halt jetzt einfach mal dem Zeichen da, würde ich sagen. Auch eine schöne Ecke, ne? Die Frage ist natürlich, ob ich vielleicht hier in der Wüste auch noch mal eine Basis aufbaue. Zumindest, wo ich Sachen zerlegen kann. Das kam als Vorschlag. Finde ich jetzt nicht mal so verkehrt, aber ich denke, wir sind durch die Wüste so weit durch. Es würde sich wahrscheinlich eher lohnen, wenn wir im Schneebiom dann noch was machen. Vor allem glaube ich, dass wir dann so langsam auch in das Schneebiom kommen. Jägerstand. You can now upgrade the base to a new level. Was? Kann die upgraden? Oh nee, das sind das solche Schützen sind es, die da mit allem möglichen dann ballern und so weiter. Und Dynamit und sowas schmeißen, glaube ich. Naja, gut. Ah, und da kommt die Stadt. Warte mal, lasst uns mal reingucken ganz kurz. Ah ja, okay, da haben wir ein Buch. Da würde ich dann sagen, werden wir einfach uns hier mal niederlassen. Ja, die watchen uns alle, Ella. Ich glaube, das sind welche, die so Gift raushauen. Okay. So, nur mal ganz kurz gucken. Das muss dann hier irgendwo sein. Wissen, das für mechanisches Design erforderlich. Okay, im Motel. Ah, das ist das Motel. Weil da hat es ja geheißen, westliche Graslandschaft eigentlich. Ja doch, das ist die westliche Graslandschaft, ne? Von der Map her ist das eher im Westen. Soldier, critical hit is one of the factors that can make a dramatic difference on the battlefield. Ich habe leider jetzt nicht gelesen, was du gesagt hast. Das schaue ich dann später nach. Boah, halten die was aus? Vielleicht doch mal auf ein anderes umsteigen? Vielleicht doch mit der Pistole. Ich meine, da habe ich ja einen Zweifach-Zoom, glaube ich, drauf. Ein Vierfach geht gar nicht. Ah, da haben wir so einen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das wieder aufgehoben wird, wenn ich den... Ah, danke. Wenn ich den einmal einfriere und dann nochmal treffe, dann habe ich manchmal das Gefühl, als würde ich die Einfrierung wieder aufheben. Also, na gut. Ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Part weiter. Da gehen wir dann hier in das Motel und suchen uns mal das Buch, was wir da angezeigt bekommen. Und freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Jawohl. Sekunde, gleich mache ich Schluss. Na? Der hält, ne, entweder hält er so viel aus oder ich treffe ihn nicht vernünftig. Das kann auch sein. Level up. Hey.
Halfway there. Mittleres Level erreicht. Also Level 50 haben wir jetzt erreicht. Cool. Habe ich jetzt noch mehr? Na, ist egal. Alles klar, jetzt mache ich aber Schluss. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt dazu was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.